Dann kommen wir jetzt zur Kirchhoffschen Maschenregel. Und bei einer Leiterschleife liegen die verschiedenen Leiterabschnitte eben auf unterschiedlichen Potenzialen, wie wir das eben auch schon gesehen hatten. Ich habe jetzt hier eine etwas kompliziertere solche Masche mal aufgezeichnet, damit wir sehen, dass diese Maschenregel eben nicht nur solche einfachen Fälle betrachten kann. Und hier sind zum Beispiel zwei Spannungsquellen drin, die auch noch in entgegengesetzter Richtung gepolt sind. Und wir haben mehrere Widerstände. Aber grundsätzlich kann man sich vorstellen, dass wenn wir hier solche perfekt leitenden Drähte haben und an denen eben das Potenzial überall gleich ist, weil sie keine Potentialdifferenz brauchen, um diesen Strom dadurch fließen zu lassen, dann können wir alle Leiterabschnitte hier auf einen solchen Potentialwert legen und zählen das jetzt einfach durch von A bis E. Und mit den Spannungen U1 und so weiter sind hier immer die Differenzen gemeint, die an diesen entsprechenden Bauelementen anliegen, so wie ich es hier aufgetragen habe. Und jetzt können wir einfach beginnen und können die Spannung hier an diesem Widerstand als Phi A minus Phi B notieren, und die Spannung, die von dieser Spannungsquelle erzeugt wird, ist dann Phi B minus Phi C. Das steht hier, und so gehen wir weiter durch, Phi C minus Phi D und so weiter. Und hier ist jetzt das Besondere, bei dem letzten zählen wir dann Phi E minus Phi A. Wir laufen also hier so herum, müssen immer von, also wir zählen A minus B, dann B minus C und so weiter, hier D minus E und hier E minus A. Das ist dann die letzte Spannung, die anliegt. Und jetzt sehen Sie, dass sich hier die mittleren Terme, wie wir es eben auch gesagt hatten, alle gegenseitig herausheben. Dass aber, wenn ich den Kreis voll mache und am Anfang wieder ankomme, dass ich dann am Ende auch das Phi A wieder heraushebt, was ich am Anfang, mit dem ich am Anfang begonnen habe. Und deshalb kommt bei dieser ganzen Summe jetzt hier eine Null raus. Und das bedeutet, dass die Summe aller Spannungen, die ich in einer solchen Leiterschleife zähle, mit dem richtigen Vorzeichen, was wir dann gleich mit den Stromzählpfeilen nochmal sorgfältig besprechen werden, dass diese Summe hier immer gleich Null ist. Das ist die berühmte Kirchhoffsche Maschenregel. Man kann noch einen zusätzlichen Gedanken bei dieser Kirchhoffschen Maschenregel einbringen. Wir werden später sehen, dass in Leiterschleifen eine Induktionsspannung induziert wird, wenn sich ein Magnetfeld ändert, was durch eine Leiterschleife durchgreift. Und dieser Ausdruck, dass hier rechts oder auch hier rechts eine Null steht, das ist gerade die, dass eben keine zeitabhängigen Magnetfelder durch diese Leiterschleife greifen. Man könnte dann, wenn solche zeitabhängigen Magnetfelder auftreten, hier rechts diese Null ersetzen durch das minus d phi nach dt, also die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses nach der Zeit, der genau durch diese Leiterschleife durchgreift. Das hat dann auch die Auswirkung, wenn ich ausgedehnte elektrische Schaltungen habe und ich habe im Raum zum Beispiel Radiofrequenzen von irgendwelchen Radiosendern oder von ihren Handys oder so, dass ich immer elektromagnetische Wellen mit magnetischen Wechselfeldern habe, und die erzeugen in solchen Leiterschleifen dann durchaus kleine Spannungen, die man messen kann. Auch wenn man ein Oszilloskop verwendet, sieht man hochfrequente oder auch 50 Hertz Frequenzen, die einfach durch diesen Effekt zustande kommen. Das wird dann oft als Störspannungen irgendwie durch äußere Störungen betrachtet. Aber es ist sozusagen in der Theorie, in der Logik mit enthalten, dass hier ein minus d phi nach dt für den Einfluss von zeitabhängigen Magnetfeldern eigentlich mit berücksichtigt werden müsste, was jetzt hier aber für diese konstanten Ströme noch nicht relevant ist.